Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 16, Gesetzentwurf zum Bürgergeld. Hierzu liegen uns eine Reihe an Wortmeldungen vor. Zunächst Frau Senatorin Stahmann, Bremen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute gibt es hier viel Bremen. Mit der Einführung des Bürgergeldes bietet sich uns die Möglichkeit einer längst überfälligen Kurskorrektur in der sozialen Sicherung. 18 Jahre nach Verabschiedung des vierten Hartz-Gesetzes hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem damalige Fehler korrigiert werden und mit dem wir Hartz IV endlich überwinden können. Die Hartz-IV-Reform war eine notwendige Antwort auf die damaligen Herausforderungen. Die Gesellschaft und die Herausforderungen haben sich seitdem jedoch stetig verändert. Vertrauen, positive Anreize und individuelle Förderung sind notwendige Voraussetzungen, um Menschen in der Grundsicherung ein Leben in Würde zu ermöglichen und sie ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend zu unterstützen. Dazu gehört zunächst, dass Regelungen, die sich in der Corona-Zeit bewährt haben, verstetigt werden. Eine zweijährige Karenzzeit, in der Betroffene keine Angst um ihre Wohnung und ihr Erspartes haben müssen, gibt ihnen die Möglichkeit, sich ganz auf ihre Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu konzentrieren. Existenzangst ist kein guter Begleiter in ohnehin schon schwierigen Zeiten. Und die Karenzzeit wird vielen Menschen helfen, schneller wieder auf den eigenen Beinen zu stehen. Dass unser System der sozialen Sicherung reformbedürftig ist, darüber sind wir uns sicher einig. Dass wir in der Frage der Ausgestaltung durchaus unterschiedliche Ideen haben, dürfte allerdings nicht verwundern. So liegen uns in Bezug auf die Regelsätze heute mehrere Anträge vor, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Man kann sagen, das liegt in der Natur der Sache, das liegt auch an der Vielfalt in dieser Diskussion, aber ich glaube, dass wir am Ende zu einem guten Gesetzentwurf kommen werden. Die Bundesregierung sieht im Gesetzentwurf eine deutliche Steigerung zum 01.01.2023 vor. Künftig soll die Fortschreibung des Regelsatzes besser mit der Preisentwicklung Schritt halten können, was ich sehr begrüße. Der Bundesrat hat sich in der Vergangenheit mehrfach für eine solidere Berechnung der Regelsätze eingesetzt und die neue Bundesregierung hat sich des Themas endlich mit einiger Ernsthaftigkeit angenommen. Einigen Ländern ist die Erhöhung um rund 50 Euro bereits zu viel. Für Bremen sage ich ganz deutlich, es ist eher zu wenig. Schon unter der Corona-Krise haben die ärmsten Menschen am stärksten gelitten. Aktuell erleben wir infolge des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs auf die Ukraine eine beispiellose Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Die Steigerung um 50 Euro wird von Inflation und explodierenden Energiepreisen gleich wieder neutralisiert. Von einer Verbesserung für die Betroffenen kann kaum eine Rede sein. Der Bund muss an dieser Stelle also deutlich mehr anbieten. Dazu gehört auch, dass Stromkosten und die sogenannte weiße Ware aus dem Regelsatz herausgenommen werden. Einmalige Investitionen in Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen können nicht aus dem Regelsatz angespart werden. Betroffene brauchen häufig Darlehen. Auch hier brauchen wir eine bessere Lösung. Sehr einverstanden bin ich mit dem Vorschlag für höhere Freibeträge für Schüler und Studierende, die sich etwas dazu verdienen wollen. Auch die Freibeträge für Ehrenamtliche stellen eine wichtige Verbesserung dar. Ehrenamt bedeutet Teilhabe und hält unsere Gesellschaft zusammen. Wer sich für andere einsetzt, sollte dafür auch eine Entschädigung bekommen können, auch als Bezieherin oder Bezieher von Bürgergeld. Schließlich möchte ich einen Punkt ansprechen, in dem wir Länder uns sicher ebenfalls einig sind. Die Einführung des Bürgergeldes wird den Kommunen
und den Ländern Mehrkosten, deutliche Mehrkosten verursachen. Und es ist fast wie in jeder Rede heute hier, wo es ums Geld geht. Wir erwarten oder wir würden gerne mit dem Bund darüber ins Gespräch kommen, weil wir noch kein ausreichendes Angebot sehen, um diese Kosten zu kompensieren. In meiner Funktion auch als kommunale Dezernentin einer Großstadt, die Stadtstaaten sind ja sozusagen beides im einen, Land und Kommune, habe ich sehr anschaulich vor Augen, was das bedeutet. Ich erwarte daher eine angemessene Kostenbeteiligung. Meine Damen und Herren, die Einführung des Bürgergeldes kann echte Verbesserung für die Menschen, für den Arbeitsmarkt und auch für die Verwaltung bringen. Ich habe bisher im Länderkreis das sehr ernste Interesse wahrgenommen, aller Beteiligten gemeinsam zu einer guten Lösung zu kommen. Lassen Sie uns im weiteren Gesetzgebungsprozess weiter so konstruktiv zusammenarbeiten, damit das Bürgergeld zu einem echten Paradigmenwechsel wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin Stammann. Das Wort erhält jetzt Herr Minister Laumann, Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, meine Damen und Herren, ich glaube, dass sehr vielen bewusst ist, dass ein System der Grundsicherung, das 18 Jahre alt ist, natürlich durchaus mal eine Reform vertragen kann. Allerdings gehen die Vorstellungen, wie das System zukünftig ausgestaltet werden soll, natürlich wie bei einer solchen Frage immer weit auseinander. In solchen Situationen besteht natürlich auch die Gefahr, die Menschen mit dieser politischen Debatte zu spalten. Und meine Damen und Herren, ich bin sehr der Meinung in diesem Thema, dass eine kluge Politik eine solche Spaltung keinen Vorschub leisten darf. Denn am Ende müssen wir zu einer Lösung kommen, mit der alle irgendwie leben können. Ein politischer Kompromiss lebt daher immer davon, verschiedene Denkrichtungen zu integrieren und daraus ein stimmiges Gesamtkonzept zu formen. Bei der Grundsicherung gibt es ganz vereinfacht gesagt folgende Perspektiven. Es gibt die Perspektive, die die Betroffenen, also die Arbeitslosen, in den Mittelpunkt stellt. Wer diese Perspektive einnimmt, für den steht die Unterstützung für die arbeitslosen Menschen alleine im Fokus. Dann gibt es natürlich die zweite Perspektive, diejenigen, die in den Mittelpunkt zu stellen, die für die Leistungen der Grundsicherung aufkommen müssen, also die arbeitenden Bürgerinnen und Bürger, die Steuerzahler unseres Landes. Die Wahrheit ist, beide Denkrichtungen haben ihre Berechtigung. Deswegen ist es klug, beide Perspektiven zu berücksichtigen und so ein gutes und gerechtes System der sozialen Sicherung zu entwerfen. Früher haben wir in diesem Zusammenhang immer von Fördern und Fordern gesprochen. Heute würde ich vielleicht eher sagen, es sind die zwei Dimensionen der Solidarität. Die Solidarität der Gesellschaft gegenüber Grundsicherungsempfängerinnen und Empfängern, aber auch die Solidarität der Empfängerinnen und Empfänger von den Menschen, die diese Leistungen aufbringen und für diese Leistungen oft hart arbeiten. Eine Reform der Grundsicherung muss also Antworten auf zwei Herausforderungen geben. Erstens muss es gelingen, unser System der sozialen Sicherung in Zeiten großer Umbrüche und Verwerfungen verlässlich zu gestalten. Dazu gehört sicherzustellen, dass die Menschen aufgrund steigender Preise nicht in Not geraten. Und deshalb finde ich, dass die vorgesehene Erhöhung des Regelsatzes, die sich in einer vergleichbaren Höhe zur Inflation bewegt, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist zudem gut, dass mit Anfang Oktober auch der Mindestlohn gestiegen ist. Auch das hat ja mit der Einhaltung des Lohnabstandsgebotes zu tun. Und es ist gut, dass die Europäische Union beschlossen hat,
dass die Länder, die keine 80% Tarifbindung haben, sich um eine höhere Tarifbindung kümmern müssen. Auch das Verschwinden der Tarifbindungen im Niedriglohnbereich hat damit zu tun, dass es immer schwieriger wird, ein Lohnabstandsgebot zwischen Grundsicherung und Erwerbseinkommen im Niedriglohnbereich sicherzustellen. Und ich wäre sehr dankbar, wenn der große Elan, der beim Bürgergeld bei einigen im BMA da ist, auch mal sich dahin entfalten würde, dass wir wieder zu einer höheren Tarifbindung vor allen Dingen im Niedriglohnbereich kommen. Leider schließt der Gesetzentwurf aber aus meiner Sicht in einigen Bereichen über das Ziel hinaus. Wenn Bürgergeldempfänger zukünftig 2 Jahre lang 60.000 Euro und 30.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft auf dem Konto haben dürfen, dann ist das, finde ich, zu weitgehend. Ich glaube nämlich, dass das Summen sind, die für viele arbeitende Menschen auf dem Sparbuch gar nicht vorstellbar sind. Und die werden sich natürlich die Frage stellen, warum muss ich Steuern zahlen, warum muss ich Abgaben zahlen, damit solche Vermögen geschützt werden. Um es auf den Punkt zu bringen, wir müssen hier, finde ich, auch stärker die Perspektive derjenigen Menschen sehen, die mit ihren Beiträgen und ihren Steuern dieses System stützen, obwohl viele von denen in Bereichen arbeiten, in denen es nicht möglich ist, zu solchen Vermögen überhaupt in ein Menschenleben zu kommen. Das Gleiche gilt nach meiner Meinung in diesem Gesetzentwurf auch für die Kosten der Unterkunft und der Heizung. Grundsätzlich 2 Jahre lang in diesem Bereich als Jobcenter nichts mehr prüfen zu können. Ich glaube, dass auch hier man gut beraten ist, über einen Deckel nachzudenken und auch dann dafür zu sorgen, dass so bestimmte auch missbräuchliches Heizen nicht geht, aber dass natürlich das auch etwas mit der Ausstattung, mit der Lage zum Beispiel von Wohnungen in bestimmten Stadtteilen zu tun haben könnte. Ja, meine Damen und Herren, und da müssen wir natürlich unsere Situation auf den Arbeitsmarkt sehen. Wir haben einen Arbeitskräftemangel und es ist immer schwerer, den Menschen zu erklären, warum wir auf der einen Seite Milliarden brauchen für Grundsicherung, für arbeitslose Menschen und wir in fast allen Regionen unseres Landes quer durch alle Qualifikationsstufen nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel haben. Und deswegen ist es wichtig, dass die Jobcenter auch weiterhin auch die personelle Ausstattung haben, sich insbesondere um Vermittlung in Arbeit zu bemühen und Menschen zu helfen, wieder eine neue Arbeit zu finden. Dafür muss man auch viele, und das ist zeitaufwendig, an die Hand nehmen. Aber ich will ausdrücklich sagen, dass ich in diesem Gesetzesvorschlag, dass die Überlegungen, die zur Weiterbildung und zur Umschulung gemacht worden sind, ausdrücklich begrüße. Also Menschen, die etwas dafür tun, dass sie einen vernünftigen Beruf lernen, stärker zu unterstützen, halte ich für richtig. Und meine Damen und Herren, dass es jetzt auch möglich ist, Berufsausbildungen nicht nur 2 Jahre zu fördern, sondern auch 3 Jahre zu fördern, das ist ganz wichtig, weil es ist nun mal so, dass in der dualen Ausbildung die anspruchsvollen Berufe fast alle eine 3-jährige, 3,5-jährige Ausbildungszeit vorsehen und es ist immer gut angelegtes Geld, egal wie alt die Menschen sind, wenn sie keine Berufsausbildung haben und wenn sie die Möglichkeit haben, eine solche Berufsausbildung zu machen, dass wir das dann auch unterstützen, weil Menschen mit einer soliden Berufsausbildung auch nachhaltig dann in Arbeit vermittelt werden können. Ja, meine Damen und Herren, und natürlich gehört zu einem solchen System, das muss ich Ihnen ganz offen sagen, auch die Sanktionen. Wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass man 30% kürzen kann. Alles andere steht ja gar nicht zur Debatte. Und meine Damen und Herren, ich bin auch der Meinung, dass diese Kürzungen etwa bei Totalverweigerern, die es leider auch gibt, auch von einem Jobcenter ausgesprochen werden können müssen, um eben auch die beiden Perspektiven, von denen ich am Anfang gesprochen habe, in ein richtiges Maß zu halten. Und im Übrigen hat das auch mit der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern zu tun. Also wenn Sie dann zum Beispiel vor allem junge Leute einladen
um mit ihnen darüber zu reden, wie man sie etwa in eine Lehre, in eine Berufsausbildung integrieren kann. Und dann kommen die nicht einmal. Ja, was macht das denn mit den Mitarbeitern in den Jobcentern? Und deswegen finde ich schon, dass hier auch über diese Frage vielleicht noch einmal bis zur weiteren Lesung im Bundesrat von klugen Menschen nachgedacht werden sollte. Meine Damen und Herren, dann ist natürlich auch die Perspektive da bei diesem Gesetz, das gehört auch dazu, der soziale Arbeitsmarkt für die Insider 16e und 16i. Es ist gut, dass wir Menschen, die sehr, sehr lange arbeitslos sind, auch in diesem Bereich wieder in einen strukturierten Tagesablauf bringen können. Aber das wird in diesem Gesetz ja auch sehr stark betont. Wie es denn dazu passt, die Leistungen, die man braucht, also die Gelder, die man braucht, um das umzusetzen, zu kürzen, darauf kann sich dann ja jeder selber eine Antwort geben. Wir in Nordrhein-Westfalen werden froh, wenn wir in diesen Bereichen weiterhin auch Menschen einen strukturierten Tagesablauf geben können, insbesondere dann, wenn es Menschen sind, die sehr lange arbeitslos sind und die kleine Kinder haben, die schulpflichtige Kinder haben. Ich bin ja fest davon überzeugt, wenn morgens Vater und Mutter aufstehen und auch irgendwo hingehen, ist das auch nicht schlecht für die Kinder und für deren Entwicklung, dass sie wissen, dass das einfach zu einem normalen Haushalt dazugehört. Ja, und da komme ich zum Schluss natürlich noch einmal dazu, dass wir natürlich auch uns immer wieder die Personalausstattung in den Jobcentern anschauen müssen. Meine Damen und Herren, wir haben uns entschieden, das Thema ukrainische Flüchtlinge in den Jobcentern verwaltungsmäßig anzusiedeln. Sie sind im SGB II. Gucken Sie doch in Ihre Jobcenter. Sie sind eigentlich zurzeit fast nur noch Auszahlungsstellen. Es findet kaum noch Arbeitszeit statt in der Frage der Betreuung, der Begleitung, der Vermittlung. Jobcenter dürfen aber keine Auszahlungsstellen bleiben, sondern sie müssen sich integrieren und deswegen müssen Zeit für Integration haben, um die Leute an die Hand zu nehmen. Und deswegen kann man nicht immer zusätzliche Aufgaben in die Jobcenter reinbringen, wenn man will, dass die Vermittlung stattfindet, oder man muss beim Personal was tun. Und deswegen hat Nordrhein-Westfalen auch zu einem ganz anderen Thema, was ja heute auch noch eine Rolle spielt beim Wohngeld, auch eine Entschließung eingebracht, dass wir nicht der Meinung sind, dass die Administration des Wohngeldes jetzt auch noch zu Teilen und zu großen Teilen in den Jobcentern passieren soll. Also, meine Damen und Herren, das Fazit meiner Rede ist, es ist ein Vorschlag, über den es sich lohnt, und das sieht ja auch die Verfassungslage vor, sich vernünftig auszutauschen. Es ist ein Gesetzesentwurf, finde ich, den man differenziert sehen muss. Aber es ist ein Gesetzesentwurf, der aus unserer Sicht so nicht zugestimmt werden kann. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort erhält nun Herr Staatsminister Schweizer, Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Stahmann hat, glaube ich, gesagt, es geht hier um einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, das ist richtig. Es ist mindestens ein Perspektivenwechsel. Wahrscheinlich ist es auch ein Paradigmenwechsel in der neueren sozialpolitischen Geschichte unseres Landes. Was ich mit dem Perspektivwechsel verbinde, ist insbesondere der Punkt, dass mit dem neuen Bürgergeld erneut und auch neu die Grundlage gelegt wird, dass es in den Jobcentern die Basis gibt für vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Jobcentern und den Kundinnen und Kunden. Daher ist es auch richtig und ich finde es bemerkenswert, dass sich Arbeitssuchende und Jobcenter künftig auf einen gemeinsamen Kooperationsplan verständigen, der natürlich nicht von Misstrauen und Gängelung womöglich geprägt sein kann, sondern auf gegenseitiges Vertrauen setzt, aber dennoch auch Instrumente hat, um dieses Vertrauen und diesen Kooperationsplan tatsächlich auch verbindlich werden zu lassen. Aus meiner Sicht, aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz, ist ein wirklich großer Schritt und ein überfälliger Schritt der Wegfall des sogenannten Vermittlungsvorrangs. Wenn wir offen und ehrlich miteinander auch über die bisherige Bilanz sprechen, dann müssen wir sagen, das hat ja nicht immer wirklich auch funktioniert. Und wir hatten allzu oft den Drehtüreffekt, der weder für die Jobcenter, vielleicht von statistischen Werten mal abgesehen, noch für die Kundinnen und Kunden, für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Nach wenigen Monaten der Erwerbstätigkeit in
oftmals einer assistierenden, einer Helfertätigkeit. Als Saisonarbeitskraft waren die Menschen wieder erwerbslos und zurück im Jobcenter. Und natürlich widerspricht es jeder ökonomischen Vernunft, aber es ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, was es für die Menschen als Signal bedeutet, dass sie letztendlich in einer Maschinerie sind, aus deren Sicht, die ihnen nicht wirklich einen nachhaltigen Effekt und Rückenwind für ein gelingendes Leben gibt. Und da bin ich schon auch bei denen, die vor mir gesprochen haben, die eigene Erwerbstätigkeit ist schon nach wie vor die Grundlage für eine gelingende Biografie. Und darum ist es wichtig, dass wir uns von diesem Postulat der kurzfristigen Vermittlung entfernen. Es geht darum, Menschen zu qualifizieren, und es geht auch darum, sie dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und natürlich, lieber Herr Kollege Laumann, Sie haben schon darauf angespielt, es ist so, wir haben einen Fachkräftemangel. Ich glaube, wir haben auch in manchen Bereichen inzwischen einen Arbeitskräftemangel. Aber natürlich ist es so, dass selbst in der größten Not am Arbeitsmarkt viele Unternehmen mit Menschen, die kaum eine berufliche Erfahrung haben, keine Ausbildung haben, keine Weiterbildung bekommen haben, am Ende auch nicht wirklich viel anfangen können. Deshalb ist es wichtig, dass Qualifizierung und Weiterbildung auch Teil des Bürgergeldes sind. Der Erwerb eines Berufsabschlusses oder einer entsprechenden Weiterbildung sind wichtig, um die Menschen dann eben auch individuell und nachhaltig zu unterstützen. Das geht nicht immer schnell, das ist leicht erzählt, aber es geht nicht immer schnell. Und darum brauchen wir die Instrumente auch für die Menschen, die den einen oder anderen Versuch schon versucht haben hinzubekommen und eben nicht erfolgreich waren. Und da ist auch aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir uns zum sozialen Arbeitsmarkt bekennen. Wir hatten in den letzten Jahren, in Jahrzehnten heftige, manchmal auch schon fast ideologiegetriebene Debatten um die Berechtigung eines sozialen Arbeitsmarktes. Ich kann Ihnen aus Rheinland-Pfalz sagen, er ist erfolgreich, wir brauchen ihn, weil wir Menschen haben, die natürlich ganz unmittelbar persönlich ganz viel an Belastung mit sich herumtragen. Im Technokratendeutsch heißt es multiple Vermittlungshemmnisse. Und wenn man sich dann die Persönlichkeiten anschaut, dann weiß man, da braucht es einfach ein bisschen mehr als ein bisschen Coaching, wie eine erfolgreiche Bewerbung aussieht oder das ein oder andere, was manchmal noch im Portfolio ist. Es braucht einen sozialen Arbeitsmarkt, der Zeit hat, der Ressourcen hat. Es braucht ein Coaching, so wie wir es in Rheinland-Pfalz, auch mit unseren eigenen Möglichkeiten als Landeshaushalt, aber auch mit den Möglichkeiten des ESF Plus erfolgreich probiert haben und schon umsetzen beim Bedarfsgemeinschaftscoaching. Das braucht es eben dann auch sehr viel stärker, als es bisher der Fall ist bei den Jobcentern, weil es im Übrigen auch am Ende erfolgreicher ist als der erneute Versuch, Menschen schnell in Beschäftigung zu bringen. Ich bin sehr dafür, und das habe ich ja auch eben auch bei meinem Vorredner aufgenommen, dass wir das Thema Weiterbildung auch über Instrumente ganz klar stärken. Die Weiterbildungsprämie und das Weiterbildungsgeld sind zu nennen. Schon seit vielen Jahren auch Forderungen der Länder. Ich bin sehr froh, dass wir auch entfristen, dass wir auch für das Bestehen der Zwischen- oder Abschlussprüfung die Gewährung eines monatlichen Weiterbildungsgeldes organisieren. All diese Punkte sind nicht gering zu schätzen. Sie kommen daher wie kleine Details, aber sie machen einen großen Unterschied bei unseren Möglichkeiten vor Ort. Ich will auch deutlich machen, dass das Thema Regelbedarf, das steht ein bisschen im Fokus der öffentlichen Debatte, natürlich dringend zu klären gewesen war. Und wir können gerne darüber streiten, ob das jetzt ausreichend ist, was zum 1. Januar passiert oder nicht. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall einen Aspekt noch sehr viel stärker betonen. Da bin ich sehr froh, dass das Bürgergeld es aufnimmt, was wir auch aus Rheinland-Pfalz, auch in die Arbeits- und Sozialministerkonferenz in den vergangenen Wochen eingebracht haben, dass es nicht angehen kann, dass die Zeitlücke zwischen der Neuberechnung und der Umsetzung so lange ist, wie sie bisher war. Wir brauchen also auch die Möglichkeit, dass wir sehr viel schneller auf steigende Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten, Inflation reagieren können, als es bisher der Fall war. Und darum ist das ein guter Ansatz, den wir im Gesetzentwurf finden. Ich will deutlich sagen, dass wir aus Sicht des Landes Rheinland-Pfalz diesen Gesetzentwurf ausdrücklich unterstützen. Wir sind der Meinung, das geht in die richtige Richtung. Ein ganzes Stück ist es natürlich auch eine Debatte, die wir schon seit vielen Jahren führen. Sie wird jetzt auch ein bisschen natürlich dynamisiert durch die aktuelle Debatte zum Thema Inflation und Preisentwicklung. Aber nichtsdestotrotz reicht sie auch über diesen aktuellen Bedarf hinaus. Es geht tatsächlich darum, den Arbeitsmarkt neu zu organisieren, Menschen, die es bisher schwer hatten, neu zu unterstützen. Und darum hoffe ich darauf, dass wir uns bei allen widerstreitenden Positionen am Ende doch sehr bald auf einen gemeinsamen Weg entscheiden und gemeinsam auch einigen können, weil auch das ist mir ein wichtiger Punkt. Auch der Faktor Zeit spielt jetzt eine Rolle,
wir sollten uns nicht allzu viel Zeit nehmen und sollten gemeinsam dafür Sorge tragen, dass tatsächlich zum 1. Januar und womöglich dann modular darauf folgend auch die nächsten Schritte kommen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Wortmeldung von Frau Senatorin Kipping aus Berlin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, worüber sprechen wir, wenn wir über das Bürgergeld reden? Die Debatte in der Öffentlichkeit dazu ist sehr polarisiert. Die einen meinen, das ist das Ende von Hartz IV, da würden wir alles hinter uns lassen, was ärgerlich ist an Hartz IV. Andere vermuten sogar, das sei eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja womöglich das Ende der Arbeitsgesellschaft. Beides zugleich kann nicht stimmen, also schauen wir uns das mal genauer an. Handelt es sich beim Bürgergeld um das Ende von Hartz IV? Aus den Sozialverbänden kommt die klare Ansage, Hartz IV ist dann weg, wenn wir Sanktionsfreiheit und armutsfeste Regelsätze haben. Beides ist nicht wirklich zu 100% im vorliegenden Gesetzesentwurf drin, maximal einige Schritte dahin. Zum Thema Regelbedarfe. Hier haben wir eine Pflicht durch das Bundesverfassungsgericht bekommen, nämlich sicherzustellen, dass das soziokulturelle Existenzminimum auch gut hergeleitet ist. Das ist nicht einfach in unser Gutdünken oder in politische Abwägung gelegt, sondern das ist eine Pflicht mit Verfassungsrang. Und bei dieser Berechnung tauchen immer wieder Probleme auf. Für all diejenigen von Ihnen, die nicht so in die Tiefe der EVS einsteigen, vielleicht nur zur Erläuterung, wie werden die Werte jetzt ermittelt? Da müssen Menschen im Rahmen der EVS, also einer Stichprobe, über Monate hinweg ein Haushaltsbuch führen und jede ihrer Ausgaben fein säuberlich eintragen. Und dann werden die Ausgaben der untersten 15% der Einkommenshierarchie ohne Sozialleistungsbeziehende genommen. Aber von deren Ausgaben werden auch noch Abschläge genommen. Und diese Abschläge in der Öffentlichkeit hieß es immer, ja, es geht um Alkohol und Zigaretten. Da wird man immer ganz still mit der Kritik, weil wer möchte schon zu einem ungesunden Lebensstil aufrufen? Wobei ich doch manchmal an das biblische Wort denke, wer frei von Sünde sei, werfe den ersten Stein. Aber was weniger bekannt ist bei den Abschlägen ist, dass zum Beispiel auch Futter für Haustiere abgezogen wird, weil die Botschaft ist, das ist nicht regelsatzrelevant. Das heißt im Klartext, wer einen Hund oder einen Hamster hat und in Hartz IV rutscht, muss danach seinem Kind beibringen, dass man entweder dieses Haustier loswerden muss oder aber sich dessen Futter vom eigenen Munde absparen muss. Schnittblumen, Grabschmuck, Weihnachtsbaum, auch das gilt als nicht regelsatzrelevant. Nun braucht man vielleicht nicht jeden Tag zu Hause einen Blumenstrauß, aber waren Sie schon mal auf einer Geburtstagsfeier, ohne dass man einen Blumenstrauß mitbringt? Schwierig. Bewirtungskosten. Bei der Einkommensgruppe, deren Ausgaben in den Haushaltsbüchern festgenommen werden, kann sich sowieso niemand ein Vier-Gänge-Menü im Sterne-Restaurant leisten. Sondern es geht zum Beispiel ganz lebenspraktisch um die Portion Pommes, wenn man mit den Kindern im Schwimmbad ist, die Kugel Eis beim Ausflug. Wenn man sich mit Freunden in einem Café trifft, haben sie mal versucht, irgendwo sich reinzusetzen, ohne wenigstens ein Getränk zu bestellen, geht wegen Bewirtungszwang nicht. Das heißt also, die Verweigerung von Bewirtungskosten führt am Ende dazu, dass auch wieder eine Art Ausschluss stattfindet. Urlaub, auch hier gehen ja nicht Kreuzfahrten rein in der Regel, sondern noch nicht mal eine Woche Campingurlaub gilt als regelsatzrelevant. Und die Botschaft all dieser Abschläge lautet am Ende dann doch, es gibt quasi, wer auf Sozialleistungen angewiesen ist, ist in gewissem Maße auch von üblichen, von Dingen, die selbstverständlich sind, wenn Menschen sich treffen, ausgeschlossen. Nun hat Herr Laumann, Minister Laumann, diejenigen angesprochen, die für die Leistung aufkommen müssen, die Arbeitenden. Und in der Tat, viele von denen, die hierzulande den Laden am Laufen halten, gehen am Ende des Monats mit viel zu wenig nach Hause. Aber schon diese strikte Unterteilung in diejenigen, die arbeitslos sind und die profitieren von einer möglichen Erhöhung des Bürgergelds und diejenigen, die arbeiten, schon die stimmt doch in der Praxis nicht. Wir wissen doch, dass von den Regelungen im SGB II auch Aufstockende profitieren. Zum Beispiel Alleinerziehende, die mehrere Kinder großziehen und nebenbei noch ihrer Erwerbsarbeit nachgehen. Und hinzu kommt, ich weiß, das Lohnabstandsgebot ist im publizistischen Bereich ein sehr beliebter Begriff. Es hat aber anders als das soziokulturelle Existenzminimum keinerlei Verfassungsrang. Noch nicht mal einfach gesetzlichen. Aber wenn man möchte, dass diejenigen, die den Laden am Laufen halten, mehr Geld haben,
Dann kann man doch nicht die Sozialleistungen niedrig halten, sondern dann müssen wir gemeinsam für höhere Löhne sorgen, zum Beispiel für Tariftreue. Das Land Berlin ist hier vorangegangen. Wir haben eine klare Verständigung bei öffentlichen Ausschreibungen. Ist Tariftreue ein Instrument? Wir haben den Landesmindestlohn auf 13 Euro erhoben. Also es gäbe einiges zu tun. Das hilft wirklich. Niedrige Sozialleistungen hingegen, das zeigt die Empirie, ziehen auch das Lohngefüge nach unten, helfen also niemanden, der früh aufsteht und den Laden am Laufen hält. Also, um es zusammenzufassen, im Bürgergeld steckt doch noch einiges an Hartz IV, auch wenn es Schritte in die richtige Richtung enthält. Und nun zum Vorwurf, hier sei womöglich ein bedingungsloses Grundeinkommen drin versteckt. Ich gestatte mir eine persönliche Bemerkung. Ich habe vor fast 2 Jahrzehnten das parteiübergreifende Netzwerk Grundeinkommen mitgegründet. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Debatten über die verschiedensten Modelle ich rauf und runter geführt habe, wie viele Kontroversen ich dazu geführt habe. Aber Sie können mir glauben, wenn irgendwo ein Grundeinkommen drin versteckt wäre, ich würde es erkennen. Und nun besteht ja meine Aufgabe nicht zuallererst darin, das BMAS gegen falsche Anschuldigungen zu verteidigen. Da ist ja Frau Krise da. Aber als Kennerin der Grundeinkommensdebatte muss ich nur sagen, dieser Vorwurf, beim Bürgergeld handle es sich um ein BGE, ist so dermaßen an den Haaren herbeigezogen, entbehrt zu jeglicher fachlicher Fundierung, dass ich das einfach richtigstellen möchte und sagen will, das Bürgergeld ist alles Mögliche, aber schlichtweg kein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sage das neutral, ich habe den Verdacht, Hubertus Heil würde das als ein Kompliment auffassen, auch wenn es gar nicht so unbedingt von mir normativ gesetzt ist. Also, wir haben weder das komplette Ende von Hartz IV noch ein Grundeinkommen. Was stattdessen? Ich denke, hier gibt es ein Gesetzespaket mit einigen sehr pragmatischen Entbürokratisierungsmaßnahmen und einigen sozialen Verbesserungen. Das Land Berlin hat zusammen mit anderen Ländern im zuständigen Fachausschuss noch verschiedene Verbesserungen eingebracht und für 3 davon möchte ich hier noch einmal werben. Zum einen Regelungen zum Eingliederungszuschuss für Maßnahmen nach 16i, 16e. Verschiedenste Rednerinnen hier haben ganz klar für den Arbeitsmarktmaßnahmen geworben. Was bisher nicht berücksichtigt wird beim Eingliederungszuschuss ist, wenn Arbeitgebende Menschen, die über diese Maßnahmen zu ihnen kommen, eine einmalige Sonderzahlung geben. Jetzt wollen wir doch aber Menschen, Arbeitgebende zu Tariftreue ermuntern. Und wenn es nun einen Tarifvertrag vorsieht, dass es zum Beispiel ein Weihnachtsgeld gibt, sollte das dann auch für diese Gruppe gelten. Zum Zweiten die Übernahme von weißer Ware. Es ist eine lange Forderung auch von Sozialverbänden, dass Kühlschränke, Waschmaschinen, dass die in dem Moment übernommen werden, wenn sie kaputt gehen. Die Theorie besagt, das muss sich jemand im Sozialleistungsbezug über all die Jahre hinweg immer entsprechend Geld zurücklegen. Das funktioniert nur in der Theorie, das funktioniert nicht in der Praxis. Die Praxis besagt, die Waschmaschine geht just dann kaputt, wenn gerade keinerlei Rücklagen vorhanden sind. Das führt dann dazu, dass entweder ein besonders altes Modell, ein besonders stromverbrauchendes Modell gekauft wird, was wiederum mehr Kosten produziert, was am Ende auf eine deutlich teurere Lösung hinausführt, die zudem auch noch unökologisch ist. Also dieser Vorschlag, weiße Ware dann immer spitz abzurechnen, ist im Sinne von sozialen und ökologischen. Und drittens die Anregung, im Einzelfall, wenn es als sinnvoll erachtet wird, drohende Schulden oder Schulden wie Energieschulden nicht einfach nur als Darlehen zu übernehmen, sondern wenigstens die Option einzuräumen, dass das auch als Beihilfe passieren kann, damit wir verhindern, dass Menschen in besonderen Situationen in Schuldenspirale hineingetrieben werden. Für diese 3 ganz konkreten Verbesserungsvorschläge werbe ich auch hier um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun haben wir noch die abschließende Wortmeldung von Frau Parlamentarischer Staatssekretärin Griese, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt auch von mir einen herzlichen Glückwunsch, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir stehen in diesem Herbst und Winter vor einer großen sozialen Bewährungsprobe für unser Land. Und trotz aller Schwierigkeiten sage ich heute, auch diese Herausforderung werden wir meistern. Und ich bin mir sicher, dass wir uns auch bei dieser großen, wichtigen Sozialreform des Bürgergelds einigen werden. Wir werden als Gesellschaft zusammenstehen, weil wir einen starken Sozialstaat haben. Und dieser starke Sozialstaat bedeutet Sicherheit und Respekt für die Menschen in unserem Land. Und gerade in diesen Zeiten ist die Einführung des Bürgergeldes ein wichtiges Signal. Denn es geht eben nicht nur darum, die aktuellen Krisen gut zu managen und den Menschen Sicherheit zu geben, sondern wir müssen auch in die Zukunft schauen. Wir müssen mit Weitblick für sozialen Fortschritt sorgen. Das Ziel der Bundesregierung ist ein moderner Sozialstaat, der an der Seite der Bürgerinnen und Bürger steht und sie in der Not absichert. Ein Sozialstaat als Partner, der hilft, Potenziale zu entwickeln, der Menschen fördert, neue Chancen zu ergreifen. Und deshalb wollen wir erstens
Menschen absichern, die in existenzielle Not geraten. Diese Absicherung soll so unbürokratisch und bürgerfreundlich wie möglich erfolgen. Wohnraum und hart Erspartes sollen für 2 Jahre geschützt bleiben. Das ist die Karenzzeit, von der auch schon hier gesprochen wurde. Damit sorgen wir für mehr Sicherheit und Respekt vor Lebensleistung. Und die Regelsätze werden angepasst. Das Bürgergeld wird damit der Inflation nicht mehr hinterherlaufen, sondern ein aktuellerer Anpassungszeitraum wird dafür sorgen, dass gerade in diesen Zeiten der hohen Inflation eine aktuelle Anpassung passiert. Und das ist ein wichtiges Signal, denn es heißt, wer Hilfe braucht, kann sich auf die Solidargemeinschaft verlassen. Das ist das Schutzversprechen unseres Sozialstaates, das erneuern wir mit diesem Bürgergeld. Wir machen aber eben auch gleichzeitig zweitens sehr viel mehr noch als vorher, um Menschen zu helfen, schnell und Nachhaltigkeit aus der Hilfebedürftigkeit wieder herauszukommen. Denn das ist ja unser aller Ziel, dass Menschen in Arbeit kommen. Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten 20 Jahren fundamental gewandelt. Vor 20 Jahren hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Heute herrscht Fachkräftemangel ja eigentlich noch mehr. Es herrscht nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterinnen- und Arbeiterlosigkeit. Und deshalb, und ich danke Ihnen, dass Sie das alle im Grundsatz unterstützt haben, haben wir das bestehende System gründlich auf den Prüfstand gestellt. Wir sind uns einig, dass es nicht mehr darum geht, dass Menschen in irgendeine kurzfristige, oft auch schlecht bezahlte Arbeit kommen, sondern dass sie dauerhaft in Arbeit bleiben. Und deshalb gilt mit dem neuen Bürgergeld Ausbildung statt Aushilfsjob. Und das ist auch deshalb so wichtig, weil 2/3 aller Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und da sieht man, wo das Problem liegt und wo wir gemeinsam noch viel mehr anpacken müssen, damit Menschen eine Qualifizierung bekommen. Wir schaffen deshalb den Vermittlungsvorrang ab und führen ein Weiterbildungsgeld ein. So machen wir es Menschen auch leichter, einen Abschluss nachzuholen. Und ich danke auch nochmal besonders Herrn Minister Laumann und Herrn Minister Schweizer, dass Sie das betont haben, dass das neue Bürgergeld eben hier stärker Weiterbildung, Qualifizierung ermöglicht, damit die Leute nicht kurzfristig in irgendwelche Jobs kommen, sondern nachhaltig in Arbeit vermittelt werden. Die Einführung des sozialen Arbeitsmarktes war ein Meilenstein der Arbeitsmarktpolitik und ist ein Erfolgsmodell. Und mit diesem Gesetzentwurf werden wir das Erfolgsmodell sozialer Arbeitsmarkt entfristen. Aber ich will auch deutlich sagen, und Herr Laumann hatte es angesprochen, ohne Mitwirkung geht ein gutes Miteinander nicht. Und deshalb wird es weiterhin Mitwirkungspflichten geben und wo nötig auch Leistungsminderungen. Denn beim Bürgergeld geht es ja immer um beides, um die Perspektiven für jeden Einzelnen und um mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch Qualifizierung und auch in einer Stärkung des Arbeitsmarktes. Wir müssen in diesen Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel alle Potenziale heben und neue Chancen auf Arbeit für jeden Einzelnen ermöglichen. Und eines ist mir sehr wichtig, und Herr Minister Laumann hat da von der Gefahr der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Ich will das aufgreifen, denn wenn man sich die öffentlichen Debatten anhört, besteht diese Gefahr. Besteht auch die Gefahr, dass Geringverdiener gegen Sozialleistungsempfänger ausgespielt werden. Das ist gefährlich. Das ist gerade in diesen Zeiten gefährlich. Und deshalb ist so wichtig, Arbeit macht einen Unterschied und Arbeit muss auch immer einen Unterschied machen. Deshalb haben wir den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Für 6,5 Millionen in unserem Land, Menschen in unserem Land eine gute Nachricht. Deshalb sind wir selbstverständlich für mehr Tarifbindung, denn auch das bedeutet gute Löhne. Wir bauen das Wohngeld aus, sodass künftig 2 Millionen Haushalte davon profitieren werden. Wir entlasten Menschen mit geringen Einkommen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Das Thema hatten wir eben. Und auch der Grundfreibetrag steigt. Deshalb gilt, Arbeit lohnt sich. Wer arbeitet, hat mehr, hat nicht nur mehr Geld, sondern Arbeit bedeutet eben auch Teilhabe, bedeutet Tagesstruktur, bedeutet soziale Anerkennung. Das Bürgergeld bedeutet Sicherheit und Respekt für jede und jedem in unserem Land. Und das ist das, was wir jetzt in diesen schwierigen Zeiten brauchen. Wir schaffen damit neues Miteinander und neues Vertrauen. Wir sichern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir haben die Anmerkungen der Länder sehr wohl gehört. Und ich versichere Ihnen, dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen wollen, um diese wichtige Reform des Bürgergeldes zeitnah hinzubekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir haben noch 2 Erklärungen zu Protokoll. Einmal von Herrn Staatsrat Dr. Joachim aus Bremen und von Herrn Minister Professor Dr. Hoff aus Thüringen. Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschussempfehlung. Ich rufe auf die Ziffer 1. Das ist eine Minderheit. Die Ziffer 2. Auch hier eine Minderheit. Ziffer 4. Das ist eine Mehrheit. Wir kommen zu Ziffer 5. Das ist aber eine Minderheit. Eine Minderheit. Ziffer 6.
Eine Minderheit. Damit, ich rufe jetzt auf Ziffer 17. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zurück zu Ziffer 7. Das ist eine Minderheit. Ziffer 8. Eine Minderheit. Ziffer 9. Eine Minderheit. Ziffer 10. Eine Mehrheit. Ziffer 11. Eine Minderheit. Ziffer 13. Eine, ja, auch hier ist Bayern. Es wäre eine Mehrheit, oder? Wenn Bayern ist, Bayern ist jetzt dabei. Nee, Sie einmal deutlich. Also es bleibt eine Minderheit. Und wir sind bei Ziffer 15. Eine Minderheit. Ziffer 16. Eine Minderheit. Ziffer 18. Eine Mehrheit. Ziffer 19. Eine Minderheit. Ziffer 20. Eine Mehrheit. Ziffer 21. Eine Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 31. Und wir kommen zurück zu Ziffer 22. Eine Minderheit, Ziffer 23. Minderheit, Ziffer 24. Eine Mehrheit, Ziffer 25. Eine Mehrheit, Ziffer 26. Eine Minderheit, Ziffer 27. Eine Mehrheit, Ziffer 28, eine Mehrheit, damit entfällt Ziffer 29, Ziffer 30, eine Mehrheit, Ziffer 32, eine Mehrheit, Ziffer 33, eine Mehrheit, Ziffer 34, eine Mehrheit, Ziffer 35, eine Mehrheit, Ziffer 36, eine Minderheit, Ziffer 37, auch eine Minderheit, Ziffer 38, eine Mehrheit, Ziffer 39, eine Mehrheit, Ziffer 40, eine Minderheit, Ziffer 41, eine Minderheit, Ziffer 42, eine Minderheit und Ziffer 43. Auch hier eine Minderheit. Und nun bitte Ihr Handzeichen zu allen noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlung. Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen.